Und herzlich willkommen zu einer Zeit mit Gottes Haus. Jawohl, herzlich willkommen an diesem Abend. Wir haben uns in dieser Woche wirklich beschenken lassen von einem Thema oder von zwei Themen, die uns echt bewegt haben. Und meins habe ich genannt, vom Unglück zum Segen. Ja. Und Martins heißt, komm raus aus deiner Box. So, wir sind gespannt, wie der Abend so sich entwickeln wird. Und dieses vom Unglück zum Segen, da habe ich gedacht, hey, Gott arbeitet nicht mit Glück, sondern Gott arbeitet wirklich mit Segen. Und das ist unser Amen. Anliegen heute Abend, dass der Herr seinen Segen ausbreitet über euch, in euer Leben hinein, in eure Situation hinein. Und ich begrüße die, die ganz nah hier bei uns wohnen und die, die ganz weit weg sind. Und die in Deutschland wohnen, die in der Schweiz sind, die in verschiedenen Ländern zugeschaltet sind. Wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich zu dieser Zeit. Jawohl. Wir haben heute zwei Personen, über die wir sprechen. Ja, das stimmt. Eine aus dem Alten Testament, eine aus dem Neuen Testament. Richtig. Ein Mann, eine Frau. Ach, ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Beide super bekannt, super bekannte Personen, super bekannte Geschichten. Ja. Und ich glaube, so ein bisschen was gibt es heute Neues dazu. Ja, ein bisschen was Altes, ein bisschen was Neues, ein bisschen was Bekanntes, ein bisschen was Unbekanntes. Also ich bin immer wieder erstaunt. Martin sagt manchmal so im Lauf der Woche, ja, ich denke, ich spreche über. Und ich denke, oh, was mache ich denn jetzt? Und dann fange ich an zu beten und mit dem Herrn darüber zu sprechen. Und irgendwie entwickelt es sich. Und jetzt bin ich ja wieder mal ganz erstaunt, dass das wirklich in solchen Gegenüberstellungen verpackt ist. Ja, aber es ist eben so, dass es manchmal auch nicht so ist, wie man sich's gedacht hat. Ich hatte beispielsweise ein Thema auf dem Herzen und hatte aber im Gebet den Impuls, dass ich das komplett zur Seite lassen soll und eben über dieses Thema, was heute kommt, sprechen sollte. Also ja, das andere Thema kommt dann vielleicht in einem Jahr. Also Martin, komm raus aus deiner Box. Komm, ja, Amen. So, also wir sind sehr gespannt. Es soll euch wirklich segnen. Es soll euch ermutigen in eurem Leben, in eurem Glaubenslauf. Und hast du etwas zum Mitteilen? Ja, ich habe nochmal zwei Ansagen. Vorher? Ich wollte nochmal auf diese Broschüre hinweisen. Ja. Da haben wir bei uns auf der Webseite, da musst du ein bisschen runterscrollen gegebenenfalls, wenn du es oben nicht findest, dieses hier Wissenswerte zur Corona-Impfung. Das ist eine 44-seitige Broschüre, die wird von Christen im Widerstand rausgegeben. Die ist nicht von uns, die ist von Christen im Widerstand. Aber auf unserer Seite findest du die Infos, wo du das bestellen kannst und wie du da drankommst. Also diese Broschüre wurde gedruckt in einer Auflage von 100.000 Exemplaren und die kannst du bei Christen im Widerstand kostenlos erhalten, um sie zu verteilen, um sie weiterzugeben. Kostenlos, aber nicht geschenkt. Schon, aber man darf gerne auch was dafür spenden, wenn man den möchte. Aber das ist erstmal nicht der Fokus. Der Fokus ist erstmal, dass es unter das Volk kommt. Also, wenn dir du noch nicht die bestellt hast, dann kannst du da gerne einfach hinschreiben und oder auf der Webseite das dort bekommen. Von Christen im Widerstand sehr, sehr gut gemacht. Ja, wirklich auch fachlich, inhaltlich, sauber. Also wirklich auch was man weitergeben kann, guten Gewissens auch an Fachleute, was weiß ich, in der Apotheke fragen oder sonst was. Also auf unserer Webseite findest du hierzu die Information. Genau, man kann anrufen bei den Christen im Widerstand. Sie haben da eine Telefonnummer, da kann man dieses Material gut bestellen. Oder eben über die Webseite. Oder über die Webseite, das ist noch einfacher, weil das Telefon ist nicht immer besetzt. So, und dann liegt mir noch etwas auf dem Herzen, was ich euch weitergeben wollte. Am, nach unserer Zählung, 14. März. Ja. 14. März beginnt das hebräische Jahr. Ne? So, und hier ist vom Apostolischen Zentrum in Wuppertal, ich habe vor kurzem schon mal darauf hingewiesen, ein grandioser Kalender gemacht worden, ein grandioser Kalender gemacht worden, der also unseren normalen Zeitablauf hat, mit dem hebräischen Kalender kombiniert, mit den Festen und so weiter. Das ist hier die, also die Woche der ungesäuerten Brote mit dem Passahfest und so. Und bei
der Apostolischen Zentrum in Wuppertal. Dort kannst du das kostenlos bekommen. Ja. Ja, es ist ein wirklich hochwertig gemachter, farbiger Kalender mit coolen Bildern und so weiter, wo man das entsprechend dann sehen kann, einfach wie das hebräische Jahr läuft. Sie freuen sich natürlich auch über eine Spende. Sie haben noch einen ganzen Schwung Exemplare da, also fühl dich frei, auf die Webseite zu gehen, die wir für dich einblenden und dort einfach zu schauen, dass du dir diesen Kalender besorgst, weil das ist etwas, was wir wirklich von ganzem Herzen empfehlen können. Ja, und was mir gerade einfällt, gestern hat Purim angefangen. Ja, ist inzwischen schon vorbei, weil die Sonne schon untergegangen ist. Ja, genau. Aber Purim ist ja das Fest, was die Königin Esther ja gestiftet hat oder wo in Israel eigentlich das Buch Esther gelesen wird, wo ganz neu drüber nachgedacht wird, wie Gott dieses Volk gerettet hat in einer schier ausweglos aussehenden Situation. Ja. Und das ist immer das, was mich in der Bibel begeistert, was in den Berichten so hervorleuchtet, wie Gott seine Hand auf dem Volk liegen lässt. Und auch wenn es wirklich krass aussieht, auch wenn es schlecht aussieht, seine Hand wird die Dinge bestimmend leiten. Amen. Ja. Und in diesem Jahr habe ich gelesen... Und bei Esther sah es wirklich schlecht aus. Ja, und in diesem Jahr sieht es auch nicht so prickel aus. Sie können nicht draußen diese Umzüge machen und das so locker feiern, wie das sonst immer so war in Israel. Weil die Maßnahmen immer noch sehr heftig sind. Aber trotzdem, ich glaube, Sie erinnern sich sehr gerne an dieses Fest und feiern es in ihren Familien. Gut. Und jetzt hast du doch und noch hoffentlich eine Proklamation. Jetzt fangen wir tatsächlich mal an mit unserem biblischen Wort. Das ist auch was, was mich immer begeistert, dass der Herr uns immer etwas gibt, wo ich sage, ja, das ist genau richtig. Und das ist genau das, was jetzt von ihm für uns gedacht ist. Halleluja. Schlag doch mit auf. 2. Petrus 3, das sind die letzten beiden Verse in diesem Brief und es heißt eigentlich Ermahnung und Segenswunsch. Da siehst du auch wieder diese Gegenüberstellung. Es ist Ermahnung im Wort Gottes, aber auch dieser Segenswunsch. So, da ihr Geliebte es nun vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Halleluja. Ich habe das als so ein starkes Wort empfunden. Das ist stark. Ihr seid die Geliebten, wir sind die Geliebten, wir sind die Herausgerufenen, wir sind die, die Gott an sein Herz gezogen hat. Und er sagt, Geliebte, nur dass ihr es wisst, hütet euch davor, dass Ruchlose und durch den Irrwahn der Ruchlosen, dass ihr nicht dadurch fortgerissen werdet, und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Hey, Gott hat dich gefestigt. Er hat deinen Glauben gegründet. Er hat den Glauben angefangen. Er begleitet dein Glaubensleben und er wird es zur Vollendung bringen. Und hier heißt es, dass du nicht aus deiner eigenen Festigkeit rausfällst. Und deswegen ist es für uns von Gottes Haus so ein Herzensanliegen, euren Glauben wirklich zu festigen, ihn immer mehr die Reichhaltigkeit des Wortes Gottes zu zeigen und zu zeigen, wie ihr eure Fundamente wirklich noch fester machen könnt. Und wir sagen das auch uns selbst. So, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis. Hey, da ist Wachstumspotenzial. Wir sind noch lange nicht am Ende angekommen. Amen. Sondern wir haben immer noch Wachstumsmöglichkeit, Entwicklungsmöglichkeit. Wir wollen nicht so bleiben, wie wir jetzt sind,
sondern wachset in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Hey, es gibt so viel mehr in Jesus zu entdecken. Es gibt so viel mehr in ihm, so viel mehr im Heiligen Geist, so viel mehr Erkenntnis, so viel mehr Gnade, so viel mehr Weisheit, so viel mehr von allem. Und das ist das, was uns im Wachstum anschieben soll. Der Heilige Geist ist dabei, dein Glaubensleben richtig anzuschieben oder anzufeuern. Du bist ja immer mehr mit dem Feuer unterwegs. Feuer, ne? Feuer drauf. Feuer drauf. Und das ist unser Anliegen auch heute und ihm die Herrlichkeit zu geben, unseren Mund aufzumachen, ihn zu loben, ihn über alles hin anzubeten, egal in welcher Situation wir uns befinden. Egal, ob es jetzt wirklich schmerzgeprägt ist, einsamkeitsgeprägt ist, Beziehungsschmerzen da sind, finanzielle, Job, alles, was man sich vorstellen kann. Über das alles erheben wir ihn. Über das alles erheben wir seinen Namen jetzt. Über das alles sagen wir, Herr, du bist in Herrlichkeit gekommen und du wirst uns wirklich ausrüsten, damit wir wachsen können in dir. Und Herr Jesus, ich danke dir für jeden, der jetzt hier mit uns im Livestream ist. Wir danken dir für jeden, der jetzt sein Herz dir öffnet und ein Wort von dir braucht. Wir beten für ein prophetisches Reden aus dieser Zeit, die wir jetzt zusammen sind. Ein prophetisches Reden aus deinem Wort. Du gibst jedem, der ein Verlangen hat, etwas zu empfangen. Und Herr, wir segnen jeden jetzt mit der Erkenntnis, mit der Gnade, die du hast und dass du reichhaltig, vielfältig, über die Maßen mehr gibst, als wir bitten und erdenken können. In Jesu Namen. Herr, und wir danken dir für dieses wunderbare Wort, dass es heißt, dass wir nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen werden. Das ist ein Wort, was für unsere Stunde gilt. So viel Wahn, so viel Lüge, so viel Manipulation, so viel Irrsinn, so viel Verrücktigkeit. Ja, Irrwahn. Und es sind Ruchlose, die das anschieben. Da sind wir absolut mit diesem Wort überzeugt. Und es ist eine Gefahr, davon mit fortgerissen zu werden, auch als Christen, von diesem ganzen Wahnsinn, von diesen ganzen Diskussionen, von der Angst, von dem ganzen, was da momentan stattfindet, von Ruchlosen in die Wege geleitet. Der Wahn, der damit verbunden ist. Ja? Herr, und wir wollen stehen. Wir wollen nicht von diesem Ding mitgerissen werden. Wir wollen nicht in den Strudel hineinkommen, von Angst, von Furcht, von Sorge, sondern wir wollen auf dich schauen. Wir schauen auf den Herrn der Herren und den König der Könige. Wir machen uns bewusst, wir stehen auf dem Felsen, der Christus ist. Das ist das Einzige, was unerschütterlich ist. Alles andere ist sinkender Sand. Es mag sein, was es ist. Es mag so stolz dastehen, was es ist. Es mag so unerschütterlich scheinen, wie immer es ist, wie die Grundfesten einer Nation, wie die Grundfesten von irgendwelchen Institutionen, wie die Grundfesten von irgendwelchen Parteien, wie die Grundfesten von sonst was. Es ist etwas, was auf sinkenden Sand gebaut ist. Und wir, Herr, dürfen auf dem Felsen stehen. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Der Felsen ist Christus. Und er allein ist das Unerschütterliche. Alles andere ist auf Irrbahn gebaut. Herr, und wir wollen Menschen sein, die andere auf diesen festen Felsen ziehen. Und zwar in großer Zahl. Ja. Und wir bitten dich, dass du uns dazu fit machst und uns dazu trainierst und uns da hineinführst in diese wirklich wichtige Aufgabe in diesen Tagen. Und wir beten auch, Herr, wie du es hier sagst, dass wir wirklich wachsen in dieser Phase, wachsen, auch in der Erkenntnis, dass Erkenntnis uns wachsen lässt, dass wir gestärkt werden in Christus, und zwar in ihm und in seiner Herrlichkeit, Herr. Amen. Das ist das, was wir sehen wollen. Dich in deiner Kraft, dich in deiner Herrlichkeit, dich in den Erweisen des Geistes und der Kraft mit Macht und Zeichen und Wundern. Wir wollen sehen, wie du dich verherrlichst. Ja? Und wir danken dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass dieser Tag kommt und kurz bevorsteht. Herr, wir preisen dich und wir ehren dich. Amen. Und wir danken dir für diese Gelegenheit, jetzt diesen Livestream zu haben mit den Geschwistern hier. Und wir erwarten, dass du mächtig uns segnest und mächtig zu uns sprichst. Amen. Yes, Amen. Ei, es freut mich. Solche Worte, die erfreuen mein ganzes Herz, weil da springt was in mir an, dass ich sage, ja, Herr, das ist so wahr, das ist so richtig. Und ich blühe wirklich von Herzen da drin auf, wenn ich sowas lese. Und das ist unser Gebet auch für die Zeit jetzt,
dass dein Herz aufblüht, dass dein Herz aufatmet, dass du gesättigt wirst, dass du trinken kannst vom Heiligen Geist, dass er dich wirklich an diesen Tisch der Gnade jetzt einlädt, dass du Platz nimmst und dass du einfach von ihm gedient bekommst. Das ist unser Herzensanliegen. Amen. Amen. Okay. Gut. Ich fange an mit einem Mann, der uns im Alten Testament beschrieben wird. Das letzte Mal hatte ich ja von diesem König Ben-Hadad gesprochen, dem Aramäerkönig. Und heute lesen wir in 2. Könige 5, 2. Könige 5 ab Vers 1. So, ich werde das jetzt nicht vorlesen, sondern ich werde diesen Bericht in kleinen und größeren, mittleren Etappen durchgehen. Und mein Anliegen ist es, bestimmte Punkte, die mir wichtig wurden, herauszunehmen und sie dir anzubieten und dir sie mitzuteilen. Und du sollst sie prüfen. Was ist da für mich dran? Was ist da? Was kann ich damit anfangen? Was spricht zu mir? Und wo komme ich weiter? Wo kann ich weiter wachsen? So, in der Erkenntnis auch des Wortes Gottes, was er uns heute mitteilen möchte. So, in diesem Bericht geht es um Naaman oder Naeman. Es ist eine unterschiedliche Nennung dieses Namens. Naaman ist der hebräische Name und er kann eben so oder so genannt werden. Und dieser Naaman ist der Heeroberste von diesem König Ben-Hadad gewesen. Ein bedeutender Mann, ein angesehener Mann. Und er hatte wirklich viele Abzeichen bekommen, viele Siege für Ben-Hadad eingefahren. Und es heißt explizit in der Bibel, durch Gott hat er diese Siege erringen können. Also Gott hatte schon in diesem ganzen Gefüge, um das es hier geht, hatte Gott schon seine Hand drin, seinen Plan, obwohl es nicht hier sich um das Volk Gottes handelt. So, Naaman war ein wirklicher, echter Held, ein Kriegsheld, hochdekoriert, und er war mit Kampf, mit Gewalt, mit Hunger vielleicht, mit Blöße, mit Auseinandersetzungen, mit langen Kriegszügen und mit vielen Belastungen sicherlich vertraut. Und so leicht brachte ihn wohl keiner in Bedrängnis, so leicht brachte ihn keiner in Verlegenheit oder eine komische Situation, der er nicht sich gewachsen fühlte. Ich denke, dass er wirklich mit diesen Kriegsabläufen, mit den Kämpfen, mit diesen Auseinandersetzungen wirklich vertraut war. Und er war ein Typ, der die Übersicht hatte über die ganzen Dinge. Und er war bei Ben-Hadad hoch angesehen. Ben-Hadad hat ihn wirklich geschätzt als einen seiner Heerführer. Vielleicht war er tatsächlich der Beste. Und dieser Naaman, er hatte gelernt in seiner langen Laufbahn als Heerführer, dass er selbst unter Befehl stand, aber selbst auch Befehl abgegeben hat, weitergegeben hat. Und er wusste, was Gehorsam bedeutet. Wenn er unter Befehl war, wusste er, sein absoluter Gehorsam ist gefordert. Und wenn er Befehl gegeben hat, dann wusste er, dass er erwartet und dass er durchsetzt, dass seine Leute, seine Soldaten ihm absoluten Gehorsam leisten würden. So, also er war ein Mann unter Gehorsam und einer, der verlangt hat, dass Gehorsam geleistet wird. So, dass dieses mit dem Gehorsam, das wird uns später nochmal in diesem Bericht sehr beschäftigen. Aber das war nur das Auftreten von Naaman in diesem Umfeld seiner, sagen wir mal, Berufstätigkeit.
da wo er seinen Mann stehen musste, da war er dieser stark auftretende Typ. Aber trotzdem gab es in seinem Leben eine Bedrängnis und die war eine von einer ganz persönlichen Art und Weise. Etwas, was ihn persönlich zutiefst betroffen hat. Eine Auseinandersetzung, ein Kampf, etwas, was sein Leben total berührt hat und das er nicht beeinflussen konnte. Dass er nicht befehligen konnte. Über dieses Problem, über diese Art und Weise der Bedrängnis hatte er keinen Sieg und hatte er auch keine Macht, dass das sich lösen würde in seinem Leben. Denn Naaman hatte Aussatz. Und das war wirklich in dieser Zeit, in der er gelebt hat, etwas sehr Schwieriges, etwas sehr Bedrohliches und etwas, was man nicht wirklich heilen konnte. Ich habe mich ein bisschen da eingelesen und es gibt Beschreibungen eben über den Aussatz, besonders wenn es das Gottesvolk Israel betroffen hat. Und da habe ich dann eben gelesen, dass man damals keine Ursachen, keine medizinischen Ursachen wusste, wie man diesen Aussatz behandeln sollte oder könnte. Und deswegen ging man davon aus, dass dieser Aussatz von Dämonen angerichtet wurde. Und deshalb galten alle Menschen, die den Aussatz hatten, auch als unrein. Sie durften weder am Gottesdienst teilnehmen, noch an dem sozialen Leben, sondern sie waren ausgestoßen und sie waren außerhalb des Lagers. So, du kannst lesen, das gibt zwei ganze Kapitel in dem dritten Mosebuch, die sich nur mit diesem Aussatzgeschehen befassen. Und es musste immer ein Priester da sein, der diese Menschen angeschaut hat, auch wenn, ob sie Aussatz haben oder wenn sie geheilt waren, ob sie wieder frei sind und rein sind von dieser Krankheit. Und ich denke mir, dass das Heilwerden davon nicht so häufig vorkam. Sie mussten sich also immer dem Priester zeigen, bevor sie wieder Zugang hatten zu dem sozialen Miteinander, in dem sie leben wollten oder gelebt haben. Und dieses Feststellen, ob jemand wieder rein ist, also geheilt ist von dem Aussatz, das brauchte ein ganz bestimmtes, sehr kompliziertes Ritual von Waschungen und von Opfern. Und es war wirklich etwas, was sehr, sehr, wie soll ich sagen, mit großer Vorsicht beobachtet wurde, weil Aussatz war in gewissen Dingen auch ansteckend. So, im Neuen Testament werden uns ja Begegnungen von Jesus berichtet, wo er mit Aussätzigen in Kontakt kommt. Und Jesus scheut sich nicht, mit diesen Menschen in Kontakt zu treten, ja, sie zu heilen, sie freizusetzen. Und für ihn war diese Berührung anscheinend gar nichts und er setzte sich darüber hinweg. Du kannst es lesen in Matthäus 11, Vers 5. Und diese Heilungen, die durch Jesus geschahen, also auf sein Wort hin, das sind eigentlich Zeichen dafür, dass mit Jesus und seinem Handeln, mit seinem Wunderwirken, dass das Reich Gottes mitten unter die Menschen gekommen war. Das war zu Naamans Zeit vielleicht nicht ganz so, auch nicht im Gottesvolk. Ja, dieser Naaman, also in seinem Job war er stark, aber wenn er wohl zu Hause war, so stelle ich mir das vor. Wisst ihr, ich habe ja gesagt, wenn ich mir diese biblischen Berichte anschaue, ich versuche mich da reinzufühlen, da rein zu denken, in die Situationen und zu empfinden, wie war denn diese Auseinandersetzung? Was bedeutete das denn für jemand, der so eine wichtige Position auch
für den König des Landes eingenommen hatte, wenn er so eine Krankheit hatte. Und das war wohl wirklich eine heftige Geschichte. Denn wir lesen da im Vers 1, der Mann war ein Kriegsheld, aber er war aussätzig. Wahrscheinlich sind hier jetzt auch einige von den Zuhörern, einige Menschen, die dieses, eigentlich bin ich in meinem Job ganz gut, aber ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem in meinem Leben, was ich sehr, sehr schmerzhaft empfinde. Und dieses Aber gibt es in einem Bereich, den niemand wissen soll, den niemand kennen soll. Und die ich, viele von den Zuschauern hier, auch wenn ich das von den Gebetsanliegen oft lese, ist es so, dass die Bedrängnisse, diese Aber-Geschichten, aber in meinem Leben gibt es das und das und das und ich kann nicht da raus, ich kann da nichts machen, ich bin da wie eingezwängt in dieses Ding. Und dieses Gefühl von, ich habe da was in meinem Leben, das ist für viele sehr bedrängend. Und die meisten können nicht sagen, naja, schwamm drüber, morgen ist es alles weg oder morgen ist es besser oder wie auch immer. Diese Sache mit diesem Aber, mit diesem Problem, die ist Tag und Nacht quasi vorhanden. Und so war es bei Naaman ja auch. Es gab einen beständigen Feind in seinem Leben, mit dem er konfrontiert war und über den er keinen Sieg hatte. Einen, der nicht wie auf dem Schlachtfeld mit kluger Strategie zu besiegen war, nein, einen ganz persönlichen Feind. Naaman, sein Name bedeutet eigentlich Freundlichkeit. Und da stelle ich mir wiederum vor, wieso heißt so ein Kriegsheld Naaman, wieso heißt der übersetzt Freundlichkeit? Da muss ja irgendwas vielleicht auch an ihm dran gewesen sein. Und wenn man dann hört, ein bisschen liest zwischen den Zeilen, dann stellt man fest, in seinem Haushalt lebte ein junges Mädchen, sie war die Dienerin, die Sklavin seiner Frau. Wie war die dahin gekommen? Denn dieses junge Mädchen ist nicht aus dem Volk von Naaman, sondern sie ist bei Raubzügen in Israel mit weggeschleppt worden, entführt worden und sie kam explizit in den Haushalt von Naaman, um seiner Frau zu dienen. Ohne Rücksicht auf ihre Familie, ohne Rücksicht auf sie selbst, wurde sie als junge Frau mitgeschleppt. Und sie kommt als eine persönliche Bedienstete in diesen Haushalt. Und ich denke mir, dass sie Naaman als einen freundlichen Menschen kennengelernt hat. Und was ich auch als sehr bemerkenswert empfunden habe, ist, Gott hat dieses Mädchen zur rechten Zeit an den rechten Platz gebracht. Auch wenn die Umstände mehr als, mehr als positiv waren, sondern es war ja wirklich ein dramatischer Eingriff in das Leben dieses Mädchens, vielleicht auch in das Leben der Familie von dem Mädchen, aber sie wurde wirklich eine Dienerin Gottes in diesem Haushalt und bewegte sich tatsächlich in den Plänen Gottes, die er nämlich mit diesem Naaman aus dem Volk, was nicht das Gottesvolk war, hatte. Und an diesem Punkt will ich nochmal sagen, wie wichtig es ist, dass wir unsere Kinder und Kindeskinder wirklich lehren in den Wegen Gottes, sie zu unterrichten, etwas in sie hinein zu prägen durch das Wort Gottes, durch unser eigenes Erleben mit Gott, durch unsere Zeugnisse, was wir mit Gott erlebt haben, durch unser Gebet, durch unseren Lobpreis, durch alles, was wir an sie dranbringen, dass wir sie wirklich prägen. Und prägen heißt etwas hineindrücken, einen Abdruck hinterlassen. Denn das muss es gewesen sein, was dieses junge Mädchen in seinem Leben hatte. Sie hat sich erinnert an
ihr Zuhause und sie hat sich erinnert, dass in ihrem Land ein Gottesmann, ein Mann Gottes, ein Prophet lebt. Und sie spricht jetzt in dem Haushalt von Naaman über diesen Mann Gottes aus ihrem Heimatland. Und ich möchte dir sagen, nochmal zu diesem, wenn du deine Kinder prägst. Es ist manchmal sehr schwierig, wenn wir erleben, dass unsere Kinder sich nicht prägen lassen wollen oder wenn wir sie geprägt haben und sie verlassen diesen Weg oder sie wollen nicht in den Wegen Gottes laufen oder wie auch immer, dann sind wir oft dabei, das aufzugeben und eher darüber zu schimpfen und zu jammern und zu sagen, ja, die wollen nicht, aber ich finde das besser, wenn sie sich bekehren würden und all diese Dinge. Und ich möchte dir wirklich nochmal Mut machen, dass du beständig dabei bleibst, für deine Kinder zu beten. Neulich hatte mich jemand angeschrieben und hat gesagt, ja, wir erleben das aber auch andersrum. Da möchte ich dir sagen, bete beständig für deine Eltern. Bete beständig für deine Verwandtschaft, für deine Leute. Horch mal in dich hinein, welche Menschen der Herr dir aufs Herz legt. Und lass nicht ab im Gebet und komm mit Flehen und Danksagung vor den Herrn und lass ihn sein Werk tun. So, es kann sein, dass deine Kinder sich später bekehren. Wir gehen auf sehr spannende Zeiten zu und es kann sein, dass eine Sinnkrise auch im Leben deiner Kinder stattfinden könnte und sie werden sich dann nach einem festen Grund umschauen. Sie werden wissen, ich brauche etwas und vielleicht werden sie sich dann erinnern an das, was in sie hineingelegt wurde, in sie hineingeprägt wurde. Unsere Aufgabe ist es, im Gebet dran zu bleiben. Im Gebet immer wieder die Kinder und Kindeskinder vor den Thron Gottes zu tragen, sie dahin zu bringen und uns bewusst zu machen, dass der Herr hat seine Hand auf unserem Leben und auf dem Leben unserer Kinder. Und weißt du was? Dass ich heute in meinem Leben immer noch den Glauben behalten habe, immer noch stehe, immer noch Vorwärtspresse, immer noch wachse, immer noch hinterher bin, hinter diesem Gott hat mehr für mich. Weißt du was? Das ist seine Gnade. Das ist seine Hand auf meinem Leben. Das ist seine Hand auf dem Dienst von Gottes Haus, von Martin und mir. Das ist nicht etwas, was man mit guten Worten oder guten, ich halte alle Gebote, hinbiegen könnte, sondern es ist der Plan Gottes und seine Hand liegt auf deinem Leben, auf meinem Leben und dem Leben deiner Kinder. Lass nicht nach. Lass dir nicht einreden, dass du da keine Erfolge hättest. Erfolge eben in dem, dass du noch nicht siehst, wie sich das Leben deiner Kinder verändert. So, unsere Kinder sind, das ist auch etwas, was ich nochmal betonen möchte, wir selber und unsere Kinder sind geschaffen mit einem freien Willen. Und dieser freie Wille ist ein kostbares Gut, ist ein Geschenk von Gott und sie können sich frei entscheiden. Und das ist auch etwas, wo wir manchmal, wie soll ich sagen, Leine lassen müssen, sie loslassen müssen, dass sie sich entscheiden können und nicht von uns so in etwas hineingepresst werden können, was wir jetzt so für richtig halten. So. Ich glaube wirklich, dass die Dinge, die wir erleben, immer die Handschrift Gottes trägt, wenn unser Leben ihm gehört. Ich glaube nicht, dass diese Krankheit, die Naaman hatte, von Gott explizit gesetzt war, um ihn zu demütigen, um ihn zur Umkehr zu bewegen oder sonst irgendwas. Ich glaube grundsätzlich nicht,
dass Krankheit von Gott ist, damit er uns möglichst demütig irgendwie runterzwingen kann, sondern ich glaube, dass sein Ziel mit unserem Leben immer der Segen ist. Niemals das Unglück, sondern der Segen. Und ich bin immer auf der Suche, auch wenn ich in sehr herausfordernden Krankheitszeiten gewesen bin, ich habe immer geguckt, Herr, wo ist der Segen für mich, den du jetzt in dieser Situation für mich hast? Wo sind Menschen, die du gesetzt hast, damit sie mir dienen? Wo gibt es etwas, was mir hilft, dass ich wieder aufstehen kann? Wo ist etwas, wo du wirklich mich schmecken lässt, dass du an meiner Seite bist und dass deine Hand auf meinem Leben liegt? Der Herr möchte nicht, dass wir im Unglück runtergehen und ihn fluchen oder murren oder zagen oder ihm Vorwürfe machen. Wie kannst du nur in meinem Leben das so zulassen? Sondern ich schaue aus nach dem Segen, den er für mich hat. Ich bemühe mich, jede kleine Sache zu finden, wo ich den Segen Gottes in meinem Leben empfinde. So, im Haus von Naaman passiert etwas Erstaunliches, nämlich, dass dieses Mädchen nicht sich zurückgezogen hat in eine depressive, zornige, in eine murrende Haltung, wozu sie ja jedes Recht gehabt hätte. Denn schau, sie ist ja rausgelöst worden aus allem, was ihr bekannt und vertraut war, sondern gerade sie gibt Zeugnis und sagt, ach, wäre doch mein Herr vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde der ihn von seinem Aussatz befreien. Das kannst du lesen in Vers 3. Ach, wäre doch mein Herr in Samaria, wo der Prophet wohnt, der ihn von seinem Aussatz befreien kann. Das war eine feste Erinnerung, die in diesem jungen Mädchen noch ganz, ganz, ganz stark und aktuell da war. Da war wirklich noch dieser Segen, dieses Erinnern an die ganzen Dinge, die sie gelernt hatte von Kindesbeinen an. Und daraufhin, als sie das sagt, kommt dieses Wort zu Naaman und er wiederum teilt das dem König Ben-Hadad mit. Und der König, der gibt jetzt dem Naaman einen Brief mit, der sagt, ja, gute Idee, mach das, pack alles zusammen, mach dich auf zu diesem Propheten in Israel. So, jetzt musst du dir vorstellen, hier dran kannst du schon sehen, dass Ben-Hadad sehr großen Wert auf seinen Heerführer gelegt hat. Er wollte wirklich, dass der gut beisammen ist, denn er hatte ja große Siege für ihn eingefahren. Und deshalb schreibt jetzt dieser Ben-Hadad einen Brief. Und da habe ich gedacht, ja, das ist ja echt krass. Das kannst du lesen in Vers 6. Der Brief lautete so. Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, also dieser Brief, sollte mit dem Naaman zu dem König von Israel erstmal und dieses Anliegen von dem Ben-Hadad war, er soll ihn von seinem Aussatz befreien. Und genau das schreibt dieser Ben-Hadad in dem Brief. Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so wisse, siehe, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. So. Dieser Brief kommt tatsächlich in die Hand von dem König von Israel und er liest den Brief und es verstört und ärgert und bringt den hoch wie nichts anderes zuvor. Denn der König von Israel hat gedacht, das ist jetzt die perfekte Kriegserklärung. Denn wie spinnert ist das denn, dass ich als König jetzt diesen Heerführer vom Aussatz befreien soll? Und so sagt es auch dieser König von Israel, bin ich Gott, der die Macht hat, zu töten und lebendig zu machen, dass dieser zu mir sendet, einen Menschen von seinem Aussatz zu befreien? Hey, was ist denn das? Und das ist durchaus ein berechtigtes Aufbegehren. Und
der König ist so richtig on fire, weil er jetzt so einen schrägen Brief da bekommen hat mit diesem Anliegen. So, von diesem Brief und von diesem, der König, der steht auf und er zerreißt seine Kleider und er macht einen Mordstamtam. Und von diesem Vorfall hört tatsächlich Elisa, der Prophet Gottes. Und der bietet jetzt seine Hilfe an. Lass ihn doch zu mir kommen. Er soll erkennen, dass ich ein Prophet in Israel bin. Nun kommt Naaman zu ihm, also richtig bepackt mit Geschenken, 10 Talente Silber, 6000 Schekel Gold und 10 Wechselkleider. Das war wirklicher, echter Wert. Das war nicht nur eine Schachtel Pralinen, sondern das war richtig Besitztum. Das war richtig, richtig echt was Kostbares. Und der Naaman, der wollte sich wahrscheinlich auch nicht lumpen lassen und hat gedacht, naja, also wenn schon da sowas mir gegeben wird, dann will ich ja natürlich das auch belohnen und das soll ja auch einen Lohn hergeben. Und deswegen hatte er sich so eingedeckt mit Reichtümern. So, ich denke mal, Naaman wusste von seinen früheren Versuchen über die Ärzte, die er konsultiert hatte, dass ein Heilungsgeschehen oder ein Heilungsangebot auch viel Geld gekostet hat. Ich weiß nicht, was in der damaligen Zeit da investiert werden musste, aber ich denke mal, dass auch nur wirklich reiche Leute sich da diese Behandlungen leisten konnten. Und jetzt hat er gedacht, okay, also der Prophet, das ist ja nun auch jemand Besonderes, da will ich wirklich nicht dumm dastehen. Und nun steht er voller Hoffnung vor dem Haus von Elisa. So, und dann, verstehst du, der war voll aufgestellt. Der hat jetzt gedacht, boah, jetzt habe ich den weiten Weg gemacht. Der König, der ist sauer, der hat mich jetzt einmal hierher geschickt zu dem Propheten. Jetzt stehe ich hier, der wird gleich rauskommen und er wird sich mir nahen und er wird mir die Hände auflegen und dann wird etwas Grandioses passieren. Oder vielleicht sagt er auch, du musst das machen und hier salben und da ölen und da musst du und alles. Jedenfalls Naaman ist voll aufgestellt, steht vor dem Haus von Elisa und dann passiert dieses Unfassbare. Elisa kommt nicht mal raus. Er kommt nicht aus seinem Haus. Weder den Naaman zu begrüßen, noch ihm einen Gruß zuzurufen, noch irgendetwas, sondern der Elisa spricht nicht mit ihm, sondern er schickt seinen Diener raus zu dem Naaman und lässt durch den Diener dem Naaman ausrichten, geh hin, bade dich 7-mal im Jordan, so wird dein Fleisch wiederhergestellt sein und du wirst rein sein. Das kannst du lesen in Vers 10. Geh hin, bade dich, wasch dich im Jordan und dann ist alles gut. Elisa legt ihm wieder die Hände auf. Elisa tut nichts, was in den Augen des Heerführers nötig wäre, um die Heilung wirklich endlich durchzusetzen. So, in dem Punkt habe ich mir so meine Gedanken gemacht und ich dachte, hey, das sind doch unsere Erwartungen heute auch, ja? Wir haben so unsere Festlegungen. Ich habe ja letzten Freitag darüber gesprochen, über diese Festlegungen, die wir selber so treffen. Wie wir geheilt werden müssen. Wie das prophetische Wort sein sollte oder in welcher Art und Weise es kommuniziert wird. Wie man uns dienen müsste. Und vor allen Dingen sollte das ein schnelles Ergebnis sein und ein Ergebnis, was mir gefällt. Und vielleicht, dass ich es mir ja auch aussuchen könnte, wie das denn alles so ablaufen sollte. Und eigentlich, ja, ich habe mir gedacht und dann haben wir diese Listen und dann wollen wir eigentlich, dass das genau so passiert.
Und was wir überhaupt nicht beachten, das ist, dass ein prophetisches Wort vielleicht gegeben wird. Und es gibt Zeiträume zwischen dem gegebenen Wort und dem, was nachher wirklich in der Freisetzung passiert. Und ich empfinde gerade jetzt in dieser Zeit, dass es wirklich dieses Thema prophetisches Reden und Propheten gerade so gibt, wo so viel auch an, ja, an Verwirrung ist oder an bestimmten Festlegungen. So, Gott hat dieses prophetische Reden meiner Meinung nach in den letzten Jahren wieder ganz neu in unser Volk, also in unser christliches, gläubiges Gottesvolk gegeben. Und ich glaube, dass er diese Betonung der prophetischen Rede, dass er das wollte, weil er wusste, wir werden in Zeiten kommen, die wirklich schwierig für uns werden und schwierig sind schon jetzt. Er wollte, dass wir eine Auferbauung haben, dass wir eine Sicht haben auf das, was er tun würde, was auf seinem Plan und seiner Agenda ist, dass wir nicht verzweifeln an dem, dass wir jetzt die Umstände nur sehen, dass wir uns nicht auf unseren Aussatz konzentrieren, sondern dass wir die weite Sicht haben, die Gott für unser Leben hat, dass wir wissen, Gott hat einen Plan, Gott hat ein prophetisches Wort, wo er sagt, das wird kommen. Es werden Erschütterungen kommen. Es wird nicht so bleiben. Es wird nicht einen zurückgeben, sondern es wird etwas geben, wonach wir uns ausstrecken. Und diese prophetischen Worte, die sollten uns ermutigen. Sie sollten uns helfen, dass wir uns zurechtfinden. Sie sollten Auferbauung, Ermahnung und Segen für uns sein. Und ich glaube, dass es gerade jetzt darum ein richtiges Getümmel gibt, ein richtiges Miesmachen und ein richtiges Runterschwätzen von diesem prophetischen Wort. Ein Verurteilen und ein wirkliches Zurücksetzen von prophetischem Reden. Und dann kommt ja auch immer darin vor, ja, das ist ja alles nicht so geworden und das ist ja auch nicht so eingetreten, wie das gesagt wurde. Und dann haben ja bestimmte Propheten, die ein Wort gegeben haben, das wieder zurückgepfiffen und haben gesagt, ja, das kam ja nicht so richtig vor und jetzt, vielleicht habe ich mich ja doch verhört. So, gerade in Bezug auf die Abläufe in den USA haben sich ja auch einige von euch näher mit diesen Dingen befasst. Und bei manchen, so wurde uns das auch zurückgeschrieben, ist da eine bestimmte Unsicherheit reingekommen. Und es gab viele prophetische Worte. Und diese prophetischen Worte, die da in Bezug auf diese Wahlen und all diese Dinge gegeben wurden, die sind eben noch nicht im Natürlichen hervorgekommen. Ich würde jetzt mal sagen, zwei Worte sind wichtig. Bis jetzt. Oder wait and see, warte und schaue, warte mal ab, warte mal, bis Gottes Zeitpunkte sich erfüllen werden. Und es heißt nicht, weil bis jetzt es noch nicht hervorgekommen ist, dass es nicht so sein wird. Denn das prophetische Reden Gottes war nicht ein falsches Hören, sondern etwas, was bestimmte Zeitabläufe abwarten muss. Gott wird zu seiner Zeit die Dinge hervorbringen. Und das kann unter Umständen dauern. Die Bibel zeigt uns an vielen Beispielen, die verdeutlichen, dass es immer wieder diese Zeitabläufe gibt und Gott nichts zurücknimmt von dem, was er gesagt hat. Eins, das fand ich jetzt in den letzten Wochen, als ich das gelesen habe, fand ich das sehr, sehr stark. Das kannst du lesen in Jeremia 13. Da geht es sogar um einen sichtbaren prophetischen Akt, den Gott Jeremia in Auftrag gibt, quasi. Gott beauftragt Jeremia, einen Gürtel aus Leinen zu kaufen. Also es wird beschrieben in dieser Zeit, wenn jemand sich einen Leinengürtel kaufen konnte, weil Leinen ein sehr kostbares Material war, der musste schon ein bisschen Geld dahin blättern. Und Gott sagt,
zu dem Jeremia, du sollst ihn nicht nass werden lassen und du sollst ihn anlegen. Also an seinem Körper sollte er diesen Gürtel, diesen Lendenschurz tragen. Für mich war hier wichtig, es dauert sehr, sehr lange, bis ein Leinenstück verdirbt. Das muss ein gewisser Zeitraum gewesen sein, denn Leinenfasern sind sehr starke Fasern. Und dann habe ich mich gefragt, warum sollte denn der Jeremia den aufpassen, dass dieser Leinenschurz nicht nass wird? So, und dann habe ich mich ein bisschen umgetan und habe gelesen, dass Flachs und Leinen, also diese Leinenfasern, reißfester werden, wenn sie nass sind. Das gilt übrigens für Baumwolle nicht, aber für Leinenfasern und Flachsfasern gilt das. Wenn sie nass werden, werden sie noch fester. Und das war etwas, was Gott nicht wollte. Es war ein bestimmter Zeitpunkt gesetzt, der nicht einfach beliebig ausgedehnt werden sollte. Übrigens ist das heute noch ein Grund, dass zum Beispiel Schiffstaue aus dieser Leinen- oder Flachsfaser hergestellt werden, weil sie nämlich länger gelagert werden können, reißfester werden, wenn sie nass werden. Das fand ich hoch spannend. Das fand ich so interessant, weil es uns Hinweise darauf gibt, dass es einen bestimmten Zeitraum gab, wo Jeremia diesen Leinenschurz nämlich tragen sollte an seinem Körper, aufpassen sollte, dass er nicht nass wird, und er sollte ihn zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem Felsenstück am Euphrat vergraben. Und dann kam das Wort wieder zu Jeremia von Gott und er sagt, geh jetzt hin und grabe diesen Gürtel wieder aus. Da heißt es nämlich in Vers 6 von Jeremia 13, nach langer Zeit aber sprach Yahweh zu mir, hole den Gürtel. Und siehe, der Gürtel war verdorben, sodass er zu nichts mehr taugte. Nach langer Zeit. Versteht ihr? Wir können nicht einfach sagen, prophetisches Wort ist gegeben und ja, jetzt aber ran und warum ist es jetzt nicht da? Und dann sind wir gleich wieder verunsichert und lassen uns in die Petrouille bringen. Nach langer Zeit, das müssen wir uns merken. Warte, bis der Herr wieder zu dir redet. Wenn du ein prophetisches Wort bekommen hast, wenn du auch ein Wort aus der Bibel bekommen hast, was ganz deutlich in dein Leben spricht, und wenn du meinst, das gilt jetzt wirklich für mich und ich glaube, dass der Heilige Geist uns diese Worte bewusst schenkt, dann warte, halte das doch mal aus, dass sich die Dinge nicht jetzt und sogleich und überhaupt erfüllen, sondern bleib da dran, frage den Herrn wieder, geh ins Gebet, vielleicht ist Fasten dran, vielleicht sind bestimmte Dinge dran, auf die du verzichten solltest, damit deine Heilung voranschreitet. Und vor allen Dingen solltest du das Wort Gottes lesen, denn es ist Heilung für dein ganzes Fleisch. Warte, bis der Herr wieder zu dir sprechen wird. Es muss eine lange Zeit gewesen sein, zwischen der ersten Anweisung, die Jeremia bekommen hat, und zwischen dem, dass er wieder ein Wort von Gott hört. Und Gott wollte dieses prophetische Zeichen einsetzen für sein Volk, um Dinge klar zu machen, um Dinge zu verdeutlichen. Und genau das war hier das Beispiel. Das zweite, das kennt ihr auch, das zweite Beispiel, wo es um Zeiträume geht, wo es darum geht, ein prophetisches Wort wird gegeben, etwas, was Gott in das Leben hineinspricht und wo es dauert, bis es wirklich hervorkommt. Das zweite Beispiel ist in Daniel 10. Da geht es um Daniels Gebet. Daniel hatte begonnen, in den Schriften zu lesen und zu forschen und er begann tief bewegt für die Erfüllung dieser Schriften zu beten, damit sein Volk, was wirklich abgeirrt war, wieder hinkommt in die Beziehung zu Gott. Und es kommt dann bei Daniel zu dieser denkwürdigen Begegnung mit
diesen Engel. Und da heißt es, und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, als du von Herzen begehrtest zu verstehen und anfingst dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört. Versteht ihr? Wenn du anfängst zu beten, Gott hört. Gott wird etwas für dich arrangieren. Gott ist dabei, seinen Plan in deinem Leben hervorzubringen. Einfach schon deshalb, weil du sein Kind bist, weil du angefangen hast zu beten, zu begehren, dass bestimmte Dinge in deinem Leben hervorkommen. Und jetzt sagt der Engel, und ich wollte kommen um deiner Worte willen. Verstehst du? Gott kommt um deiner Worte willen und er wird etwas für dich tun. Aber der Engelsfürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden. Und siehe, Michael, einer der ersten unter den Engelsfürsten, kam mir zu Hilfe und ihm überließ ich den Kampf mit dem Engelsfürsten des Königreichs Persien. Nun aber komme ich zu dir, um dir Bericht zu geben, wie es deinem Volk gehen wird am Ende der Tage, denn das Gesicht gilt erst für ferne Zeit. So, das musst du dir einfach mal durchlesen, damit du verstehst, wie das auch mit dem prophetischen Reden ist, wie das gemeint ist, wenn Gott in dein Leben spricht, wenn du vielleicht tatsächlich eine Engelsbegegnung hast. Lest das, lass das in deinen Geist reinsprechen, lass den Heiligen Geist in dein Leben hineinwirken. Denn hier lesen wir, dass es mehrere Zeitbestimmungen gibt. In diesem kurzen Text kannst du lesen, vom ersten Tag an, als du gebetet hast. Dann sagt der Engel, und ich wollte kommen, aber der Engelsfürst von Persien hat mir widerstanden, aber nun komme ich zu dir. Verstehst du, es gibt eine Spannung in diesem Wort, was du empfängst, bis es hervorkommt. So, was mir wirklich im Moment so ein bisschen da in diesem Bereich prophetisches Reden, prophetisches Wort, was mir da wirklich auffällt, das ist, dass da so eine bestimmte Vorsicht an den Tag gelegt wird. Es kommen viele Ermahnungen, das Wort sollte nicht so abgehoben klingen, so unwahrscheinlich und es soll die Gläubigen doch nicht in eine falsche Richtung ziehen. Dann habe ich mich gefragt, wieso haben wir eigentlich solche Bedenken und solche diffusen Ängste, dass wir Verführung unterliegen könnten? Das ist ja immer das, lasst euch nicht verführen. Wenn du und ich, wenn wir ganz nah am Herrn laufen und wenn wir in der Beziehung mit ihm lernen, seine Stimme zu hören, seine Stimme wirklich unter vielen, vielen anderen Stimmen, die uns ziehen wollen, herauszuhören, dann werden wir sicher laufen. Dann werden wir uns nicht von irgendetwas wegziehen lassen. Es heißt, dass wir uns ganz eng an ihn halten müssen, dass wir mit ihm im Gespräch sein müssen, dass der Heilige Geist uns dienen darf, dass er uns dienen wird, dass der Herr wirklich mit uns in einer ständigen Bewegung, in einem ständigen Glaubenslauf unterwegs ist. Und wir werden sicher laufen. Ich habe überlegt, es gibt einige, ich weiß nicht, ob das unter uns hier so ist, unter unseren Zuhörern, glaube ich fast nicht. Aber es gibt wirklich einige, die eher den Verführern trauen, die weltlich zerstörerische Botschaften maßlos über uns verteilen, als denen, die prophetisch von Gott geschenkte Worte und Botschaften weitergeben. Wusstest du, dass sogar in der Welt in dem Verbreiten von Informationen und Nachrichten, dass es da falsche Propheten gibt, die tatsächlich in eine falsche Richtung weissagen und reden und die tatsächlich die Menschen ableiten wollen, wegleiten wollen und tatsächlich Menschen in Unsicherheit, in Angst, in Bedrängnis und in totale Irritation hineinbringen? Wusstest du das? Halt mal deine Augen und Ohren offen, wenn du Informationen, Nachrichten und Sonstiges hörst. Ich glaube, dass prophetisches Reden oder wenn der Heilige Geist aus seinem Wort zu dir spricht,
dass das immer wirklich etwas Originäres von Gott selbst ist und dass er das in dein Leben hineinschenkt und dass du wirklich in diesen Worten gestärkt und auferbaut und ermutigt wirst. Wie ging es dann hier weiter in unserem Bericht mit Naaman? Elisa hatte ja auch jetzt keine aktive Geschichte daraus gemacht, sondern er hat ja auch nur ein Wort ausgesprochen. Also keine Taten, keine Handauflegung, kein Salben mit Öl. Naaman hatte Elisa noch nicht mal gesehen und er hatte Probleme jetzt bekommen, sich unter dieses Wort zu demütigen. Er hörte nur das Wort, was Elisa gesagt hatte, und jetzt sollte er selber in Aktion kommen. Und das war für den Naaman echt zu hart. Der Naaman, der hat eigentlich ja gewusst, wie das ist, wenn ein Befehl gegeben wird und dass man dem Befehl folgen muss. Jetzt bekam er einen Befehl von jemandem, den er noch nicht mal gesehen hatte, der noch nicht mal mit ihm direkt gesprochen hatte, sondern er bekam nur einfach den Befehl, geh, wasch dich im Jordan, tauch 7-mal unter und du bist rein. Und das war für den Naaman einfach wirklich ein No-Go. Das war unter seiner Würde und er, der Gehorsam kannte, war hier nicht bereit, gehorsam zu sein. Eigentlich schon ziemlich schwierig. Und was macht er? Missmutig zieht er sich zurück und tritt frustriert die Heimreise an. Wir lesen in Vers 11, da wurde Naaman zornig und ging weg. Das ist unser Problem auch oft. Die Dinge entwickeln sich nicht so, wie wir es haben wollten. Und wir wenden uns zornig von Gott ab. Gott hat dann die Schuld, dass der Mensch gestorben ist. Gott hat die Schuld, dass ich jetzt arm dran bin. Gott hat alles vermasselt. Nur ich konnte ja nichts dazu. Und genau das war hier bei Naaman auch der Fall. Denn es heißt hier in diesem Vers 11, siehe, ich hatte mir gesagt, er wird nach draußen kommen. Er hatte sich das so vorgestellt, wie das mit der Heilung zu laufen hätte. Er hatte vielleicht sogar mit aufwendigen Prozeduren gerechnet. Ich hatte da vorhin ja schon mal gesprochen. Aber hier, diese Behandlung, die war ihm doch ein bisschen zu dünn. 7-mal im Jordan untertauchen und mich waschen, das war zu einfach. Und dann sagt sich der Naaman, bin ich hierher gereist mit so viel Gepäck und so vielen Leuten, nur damit ich hier in dem Jordan mich untertauche, das hätte ich zu Hause bei mir auch haben können. Denn da habe ich auch Flüsse, in denen ich das Gleiche hätte tun können. Die griechische Übersetzung hier in diesem Wort waschen, das ist das Wort baptizein, das später im griechischen Neuen Testament mit der christlichen Taufe bezeichnet wird. Und diese christliche Taufe, auch in dem Jordan, das ist dann die Verbindung zu diesem Taufgeschehen, diesem Untertauchen oder Baptized oder wie auch immer man diese Verbindung noch so jetzt kennt. Siehe, ich hatte so meine Vorstellungen, wie mein Leben laufen konnte. Siehe, ich hatte mir gedacht, dass ich dies oder das bekommen würde. Und dann kommen die Vergleiche auch noch in unserem Leben auf, wie das bei anderen gelaufen ist. Auf einmal hören wir nur noch Heilungserlebnisse von anderen. Und wir stehen da und wir sind total verunsichert und frustriert. Und wir sagen, ach, und warum ich nicht? Und es gibt so viele Siehe in meinem Leben, in unserem Dasein. Ich kenne das in meinem Leben auch. Worte, die man so herbeigesehnt hatte und die doch so anders in meinen Ohren dann klangen, als ich sie eigentlich hören wollte. Und dann noch
so unmöglich gesagt, dass ich mir das schon gar nicht vorstellen konnte. Und dann diese Wartezeit von dem gegebenen Wort Gottes, von dem gegebenen prophetischen Wort, bis das, dass es sich wirklich zeigen würde. Und dann kenne ich diese Situationen auch. Na ja, wäre ja auch zu krass gewesen, wenn das eingetreten wäre, wäre ja auch zu toll gewesen. Aber na ja, und man zieht sich beleidigt und betrübt zurück. Und dann passiert noch etwas, dass das prophetische Wort oder überhaupt das Reden von Gott in unser Leben, es wird mit immer größeren Vorsichtsmaßnahmen gehört und gelesen und man behält sich so einen kleinen Platz hinten im Herzen offen, dass es ja vielleicht dann auch nicht so kommen würde. Und damit mich das nicht so betrifft und betröppelt macht, da lasse ich mir dieses Hintertürchen offen in meinem Herzen, dann deshalb, damit die Enttäuschung dann schnell da hinten rausschlüpfen kann und damit ich nicht da so wirklich aufgeschmissen bin. Also wenn unser Glaube nur deshalb funktioniert, wenn alles berechenbar ist und alles so kommt, wie wir das denken, dann wird es gewiss so sein, dass die Erschütterungen, die kommen werden, die angekündigt sind, dass die uns an manchem Punkt in unserem Glaubensleben erkennen lassen, dass wir vielleicht doch nicht so gefestigt sind. Aber hier bei Naaman ist es so, Gott schenkt den Sieg. Und ich liebe diesen 14. Vers in diesem Kapitel. Da heißt es, nachdem seine Diener ihn beredet hatten, hey Naaman, hör doch mal, wenn der Prophet jetzt sonst was von dir verlangt hätte, das hättest du doch gemacht, oder? Jetzt hat er doch nur gesagt, mach das hier in dem Jordan 7-mal, Mensch, mach das doch. Und hier sehen wir wieder, der Naaman muss ein gutes Verhältnis auch zu seinen Bediensteten gehabt haben. Und er willigt dann ein und er taucht sich wirklich dieses 7-mal in dem Jordan unter. Ich habe euch ein cooles Bild mitgebracht, das zeige ich euch jetzt mal. Dieser Naaman, der da gerade im Wasser hängt und er guckt so ein bisschen stieren Blickes. So stelle ich mir den Naaman so ungefähr vor, dass er sich so in diesem Jordanwasser endlich untergetaucht hat. Also er hat die Kurve gekriegt und hat tatsächlich dann nochmal seinen Gehorsam aktiviert und hat sich untergetaucht. Und er kommt hoch und dann kommt dieses Geniale. Das musst du dir unbedingt durchlesen. Es heißt hier, und sein Leib wurde wieder rein wie der Leib eines jungen Knaben. Und er war rein. Hey, das ist mal fett. Das ist Preis den Herrn. Das ist Herrlichkeit. Das ist fetter Sieg auf der ganzen Linie. Sein Leib wurde rein wie der eines jungen Knaben. Ich glaube, das hat der Naaman in den letzten, 30 Jahren, 40 Jahren keinen Tag im Spiegel morgens gesehen. Diese Haut, rein wie die eines jungen Knaben. Das ist ja natürlich auch so ein Ding. Da stelle ich mir das vor, der war ja jetzt wahrscheinlich auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen und der war dann in dieser jugendlichen Haut dann auf einmal da aufgetaucht. Ich weiß nicht, was die Diener gemacht hatten, gedacht hatten, was die Leute vielleicht zu Hause, als er zurückgekommen ist, gedacht haben. Aber er war rein, rein um des Wortes Gottes willen, rein, weil Gott sein Leben wiederherstellen wollte. Und er hat wirklich dieses Wunder erlebt. Und was ich auch total klasse finde, das heißt hier, er aber kehrte zurück. So mit diesem auf einmal Reinsein, mit dieser Wiederherstellung und diesem Zurückkehren war nicht nur das Äußerliche seines Körpers gemeint, sondern es war auch eine komplette Umkehr zu dem Gott Israels. Denn da heißt es in Vers 15, sein Bekenntnis, sein Zeugnis, da heißt es, siehe doch, ich habe erkannt,
dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, als nur in Israel. Sein Unglück verwandelte sich in den Segen Gottes, den Gott ihm auf sein Leben geschenkt hat. Ganz neu. Er kehrte zurück. Er hatte ein Zeugnis. Er hatte Gott erlebt. Und er hatte etwas, was doch so genial war. Siehe doch, es gibt einen Gott, der da hilft. Siehe doch, ich habe Jesus in meinem Herzen aufgenommen. Er ist mein Herr. Das ist die Veränderung von unserem Siehe, ich habe von diesem Siehe, aber ich bin nicht. Versteht ihr? Siehe, etwas Neues ist in mein Leben gekommen. Das ist meine Ermutigung heute für dich, dass du das ergreifst und sagst, Herr, ich brauche diese neue Hinwendung zu dir. Ich brauche dieses, es gibt keinen anderen Gott als dich, der mich aus meiner Situation herauslösen könnte, herausretten könnte. Es gibt keinen anderen Gott auf der ganzen Erde nicht, der diese Kraft hat, Leben zu retten, Leben zu verändern, Leben wieder neu lebenswert zu machen. Keinen anderen Gott, der so mein Herz bewegt wie du. Keinen anderen Gott, der mein Leben so segnet wie du, der mir so viel Hilfe zukommen lässt, der mich erneuert. In dem Neuen Testament heißt es, eure Jugend wird sich erneuern, von Tag zu Tag. Wir werden erneuert von Tag zu Tag durch den Heiligen Geist in uns. So, wir wollen gerade jetzt beten für die Menschen, die jetzt wirklich an diesem Punkt sind, dass sie sagen, ich habe prophetische Worte bekommen, aber sie haben sich noch nicht in meinem Leben realisiert. Ich habe ein Wort von Gott bekommen, aber es hat sich noch nicht so gezeigt. Ich habe etwas von Gott gehört. Ich habe eine Begegnung mit dem Herrn gehabt, aber es ist noch nicht in meinem Leben durchgedrungen, dass ich es sehe und ergriffen habe. Dann auch diese Umkehr, dass du ablässt von den Dingen der Vergangenheit, dass du ablässt von den Dingen, die noch nicht zu deinem eigenen geworden sind und dass du umkehrst, dass du ablässt von den Dingen, dass etwas Neues in dein Leben kommt und dass wirklich diese Neuheit des Glaubens und dieser Segen Gottes sich auf dein Leben lagert. Dafür wollen wir jetzt beten. Vater im Himmel, ich preise dich für alles, was du tust. Ich preise dich für die Kraft deines Wortes. Ich preise dich, dass du dein Wort uns schenkst, großzügig, freigebig, tief, bedeutsam, im Willen deines Sohnes Jesus Christus. Und Herr, ich bete, dass du jetzt in die Herzen hineinsprichst, dass du jetzt kommst, mit deiner Hand und diese Hand auf das Leben der Lieben hier legst, dass etwas Neues passiert, dass auch Heilung und Wiederherstellung hervorkommt, dass jetzt wirklich Heilungen im Herzen stattfinden, in diesen Unsicherheiten, in diesen Ablehnen des prophetischen Wortes oder des Wortes von dir, dass da ein Umkehren stattfindet, eine Neuheit des Glaubens hervorkommt, dass sich der Glaube mit dem gehörten Wort wirklich verbindet und etwas Neues hervorgebracht wird. Herr, ich preise und ich ehre dich für das Werk, was du jetzt tun wirst, in dem Herzen und in den Menschenleben der Lieben, die hier zuschauen. Und Herr, wir wissen, der Naaman wurde nicht durch das Wasser des Jordans geheilt, sondern er wurde durch den Gehorsam der prophetischen Instruktion, auf den Gehorsam deines Redens hin, wurde er geheilt. Er war gehorsam gegenüber dem, was du gesagt hast. Und das hat die Heilung gebracht. Herr, und wir wollen da ein Verständnis dafür bekommen, dass wir dem, was du sagst, dass wir das achten, dass wir das wertschätzen, dass wir darauf schauen, dass wir wegkommen davon, dass was die Welt sagt,
wichtig zu nehmen und das, was du sagst, als unwichtig abzustempeln. Ja. Das ist so krank. Und wir beten dafür, dass du uns wirklich zu uns redest. Wir sind deine Kinder, dass wir dein Reden hören, dass du in unser Herz sprichst, dass du uns durch deinen Geist leitest. Und dass es einfach etwas ist, wo wir wissen, auch was zu tun ist in diesen Zeiten, in denen wir uns befinden. Herr, wir danken dir für dieses gewaltige Beispiel von diesem Naaman. Wir danken dir für das, was der als Heide einfach bekommen hat. Wie viel mehr ist das für das Volk Gottes da? Wie viel mehr, wenn du zu uns redest und wenn wir gehorsam reagieren auf das, was du sagst. Herr, und wir preisen dich dafür und wir wollen wirklich sehen, dass Heilung flutet, dass Befreiung flutet, dass Segen flutet, gerade jetzt in diesen Zeiten. Wir wollen einen Durchbruch sehen des Reiches Gottes. Es gibt viel, viel, viel mehr für uns als das, was wir bis jetzt auch nur erahnen können, was wir nur berührt haben. Und wir wollen uns danach ausstrecken. Herr, wir brauchen mehr von dir. Halleluja. Bossa kapashia kalabadoya kasai. Rossi kamanuya kadia. Amen. 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 Ich würde gerne etwas noch dazu sagen, was Sigrid gerade angesprochen hat, und zwar mit dem prophetischen Wort. Mit dem prophetischen Wort. Nur ganz kurz, es wird nicht lange dauern. Du kennst, erinnerst dich bestimmt hier an diese Skizze. Hier oben, Reich Gottes. Es gibt nur eine einzige Verbindung, ja, durch Jesus Christus. Und hier unten das Reich der Welt. So, wir alle sind als Botschafter vom Reich Gottes hierher gesandt worden. Wenn jetzt wir hier in diesem System sind und in diesem System leben und in diesem System uns aufhalten und die Informationen dieses Systems unsere Entscheidungen beeinflussen, dann müssen wir eins wissen, es ist das System der Lüge. Ja. Hier ist das System der Lüge. So, vor kurzem hat uns jemand geschrieben, sein Pastor, morgens das Erste, was er macht, Tagesschau angucken. Abends das Letzte, was er macht, Tagesschau angucken. Weißt du was? Wenn jemand sich hier komplett mit Informationen füllt, die Informationen holt, nur diese Informationen holt, der geht auf den Leim. Das sind Informationen im System der Lüge. Und es sind Informationen der falschen Propheten. Ja, es ist einfach nicht richtig, ob das jetzt News sind oder Fake News sind. Das muss man berücksichtigen. Ja. So, das System der Wahrheit ist im Reich Gottes. Yes. Wir brauchen unbedingt, wenn wir in dieser Welt sind, die Wahrheiten des Wortes Gottes, Amen. Die Wahrheiten Amen. Der Geistesgaben, yes. die Wahrheiten der Prophetie und so weiter. So, Amen. Und wenn jetzt die Gemeinden sagen, wir schmeißen die Propheten raus, weil die sagen uns irgendwas, was unsympathisch ist oder was wir nicht mögen, oder wir schmeißen die Leute raus, die Unterscheidung der Geister haben, und die sagen, hier läuft irgendwas komisch, dann tun sie sich keinen Gefallen. Weil sie schneiden das, was Gott gegeben hat, um sie zu warnen und ihnen die Wahrheit zu bringen, schmeißen sie raus und umarmen tatsächlich das System der Lüge. Und das passiert überall. Das passiert in Werken, das passiert in Gemeinden und das ist schockierend. Ja, wir müssen davon wegkommen, das, was die Welt sagt, ernst zu nehmen. Und zu glauben. Wir dürfen es nicht glauben. Ja. Wir müssen davon wegkommen. Wir müssen dazu kommen, dass wir sagen, was sagt das Wort Gottes? Das ist so entscheidend in dieser Stunde. Ja, und dem auch dann gehorsam gegenüber sein. Ja. Die Prophetie ernst nehmen. Ja, ich glaube, dass es noch nie eine Zeit gab, wo es so wichtig war, das prophetische Wort Gottes zu haben wie jetzt. Und es läuft eine gigantische Attacke darauf. Ja. Es wird überall, wo du hinguckst, wird es gering geachtet, wird es runtergeredet, wird gesagt, wir müssen es erst durch den Verstand laufen lassen. Wir müssen erst mal drüber nachdenken, ob das, was da kommt, denn hier überhaupt uns passt. Das ist die falsche Art und Weise. Das, was hier gesagt wird, das solltest du durch den Verstand erstmal durchlaufen lassen und sagen, stimmt das denn mit dem Wort Gottes überein oder nicht? Ja? Wir müssen wegkommen davon, uns wie die Menschen der Welt zu verhalten. Sondern wir müssen anfangen, uns wirklich wie Reich Gottes Bürger, wie Himmelsbürger zu verhalten. Das wollte ich zu der Sache mal dazu sagen. Ja. Das war's auch schon. Vielen Dank.